Hat Iblis Nachkommen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Er und seine Nachkommenschaft, sie sehen euch, von wo ihr sie nicht seht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Anders als der Dajjal. Der Dajjal wird keine Kinder bekommen. Bekommen die Engel Kinder? Bekommen die Djinn Kinder? Bekommen... Okay, das ist was anderes. Ja, Dakir al-Ashab.